Ja? Ja, hallo, hier ist die Pokémon-Pension. Sprechen wir mit Osaru? Richtig, Osaru, hallo. Ja, wir haben hier noch ihr Carpador in der Pension. Ich hoffe, sie wissen das noch. Genau, richtig. Mann, das Scheißding mal ab, Mann! Das kannst doch nicht sein! Ha, das Ding vertrümmert nicht auf dem Boden, Mann! Hä? Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir müssen wohl wahrscheinlich... Ihr habt's gehört, wir haben Anruf bekommen von der Pokémon-Pension. Wir müssen unseren Carpador abholen. Wir müssen endlich mal... Oh my God, mit Mewtwo. Wir müssen endlich mal... Rest in Peace, Carpador, das Meme um ihn beenden. Ja, also wirklich... Aber lasst mich wissen, was denkt ihr, hat Carpador für ein Level? Ich bin echt auch gespannt, ich weiß nicht. Ich glaube, ich überschätze es, aber vielleicht so über 30? Über 30 sollte drin sein, oder? Was meint ihr? Na jedenfalls, Freunde, ich grüße euch auf jeden Fall, was klappt. Cool, dass ihr reinguckt. Und Pikachu hat es auch erschrocken, wir waren lange nicht mehr dabei. Ihr habt gemerkt, dass es einen Streich aussagt, springt Pikachu erschrocken in die Luft. Ja, jetzt machen wir langsam, Pikachu. Wir müssen erstmal Carpador abholen. In der heutigen Episode wird es sich eben darum drehen, dass wir unser Boy Carpador mal holen auf jeden Fall und ihn endlich mal entwickeln. Ja, also wirklich. Wir haben ihn ja damals abgegeben, damit er sich entwickelt bzw. sein Level steigt, um quasi zu Gyarados sich zu entwickeln ab Level 20. Aber den Boy haben wir total vergessen. Den haben wir links liegen lassen und... Ja. Wir gehen einfach mal rüber. Let's go. Oh, mit Mewtwo da... Oh, es ist so geil mit Mewtwo einfach so im Hintergrund. So, jetzt aber jetzt. Gehen wir mal zum Carpador. Ich bin echt aufgespannt, was mit Carpador abgeht. Ohne Spaß, Freunde. Und ja, was darüber hinausgeht, weiß ich nicht. Spontan, ganz spontan einfach. Wir gucken mal, was hier abgeht. Wir wollen auf jeden Fall erstmal Carpador abholen. Das ist jetzt Priorität Nummer 1. Tauboga! Oh, geh weg, ich habe keine Lust zu fangen. Ah, in der Luft ist auch jetzt Tauboga. Nice. Boah, wie geil, Mewtwo! Mewtwo platzt fast vor Neugier über den Spaltschritt von Pikachu. Wow, was? Hä? Okay, Mankey. Ja, die müssen wir auch noch ein bisschen besiegen, aber bei denen müssen wir anders vorgehen. Ich habe jetzt kein gutes Mankey, sag ich mal. Jedenfalls, da kannst du auf jeden Fall dein Pokémon Toxin geben bei den Coach-Trainern und whatever. Dann schaffst du das eigentlich. Aber jetzt! Ja, ich habe einen Anruf bekommen und ihr habt mich angeschrien, dass das Ding da vertrocknet, ne? Auf dem Boden. Lang ist es her. Carpador? Carpador? Wollen Sie wieder nach Hause? Was sagen Sie? Oh, steht da ein... Waschechter Champ von mir, ja, einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer. Wie dir kann ich mein Geheimnis verraten. Man nennt mich den Superspezial-Opa, weil ich Pokémon Level 100 erreicht habe, dem Superspezial-Trick unterziehen kann. Was? Ohne Tausch? Dafür will ich einfach nur einen Kronkorken haben, mein Chef, oder? Versuchung erhöht einen Chancewert als Pokémon auf den Maximalwert. Und Vergolk erhöht sich alle Chance. Das sind die Gene. Das ist quasi die, auf 31 klatschen kannst. Ja, ich habe keins auf 100 leider. Passt. Aber ich merk's mir auf jeden Fall. Naja. Omi, Mewtwo, ich sehe nichts. Mewtwo, kannst du bitte Platz machen? Mewtwo, müssen wir bitte... Mewtwo, wir sehen nichts. Das ist jetzt Carpados-Moment, okay? Bitte geh in ein Pokéball. Das ist jetzt Carpados. Wie der da rumliegt, ohne Spaß. All die Jahre, kann man es schon sagen. Willkommen, meine Pokémon-Pension, wie kann ich helfen? Jetzt bin ich aufgeschaut, wie viel ich blättern muss. Wie viel wir blättern müssen. Pokémon abholen und... Nur 16 Level! Nur 16 Level! Dein Ernst? Ein goldene Nanabeere. Nur! Das hat's ja gar nicht gelohnt, du, sag ich. Bin ich ehrlich zu dir. Hättest du noch weiter hier rumliegen lassen. 16 Level! Habt ihr überhaupt Level 20 erreicht, der Dackel? Bitte? Ah, jetzt mal Carpador, jetzt machen wir keinen falschen Move. Warte mal. Jetzt will ich wissen, was für ein Level der ist. Welchen? Level 29, okay. Ah, okay, perfekt. Auf 30 hat er Drash Flagel erlernt, heißt beim letzten Level, dann erlernt er Drash Flagel, aber entwickelt sich auch. Also, falls sie das nicht geändert haben. Aber hey! Komm, wir holen mal Carpador mit ans Boot. Komm, wir holen mal Carpador rein, let's go. Und dann. Ja, so Pokémon fangen, ein paar Pokémon fangen, wie, komm, Carpador, komm, du hast es dir verdient, hol mich mal aus dem Pokéball, kannst du hinterher trocknen, sag ich mal. Ja, Freunde, so viel zu nochmal Carpador, jetzt tun wir uns das Ganze mal quasi den Boy hier entwickeln. Die Sache ist die wegen, guck mal, wie der sich freut, endlich mal draußen zu sein, hier ist die Freiheit, ey, der freut sich richtig, okay, der tut mir schon wenig leid.
Oh, der will mit mir spielen. Aber da! Die Frage, die Sache ist, wo gehen wir jetzt hin, um Pokémon zu fangen? Ganz spontan. Bis das, was wir auch machen, werden es auf jeden Fall in den Streams auch jetzt nach und nach Pokédex vervollständigen. Unser Pokédex vervollständigen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach mal hier an. Gibt es Bibo, was ich in Habitaten, wo ich es draußen fangen kann? Falls ja, das wir wissen, aber wieder unbekannt. Alles klar, weil dann fliegen wir einfach da hin. Alle zu den Pokémon, die wir uns fangen können. Warte mal, was sollten wir uns realistisch, sag ich mal, fangen können? Ah, let's go, Dicta. Dicta, ganz klar. Hab gerade Dicta gesehen. Dann müsst ihr auf jeden Fall zu Dicta. Geradeaus durchkommen zu Oranien City. Richtig, richtig. Ich glaube schon. Ja, wie gesagt, in den Streams haben wir jetzt auch nach und nach. Wir haben jetzt auch Zeit dafür. Denn, ja, wer hat sie nicht mitbekommen? Smash Let's Plays. Auch mehr oder weniger vorbei. Da gibt es. Kapado? Da wird es auch mehr oder weniger noch Videos geben. So ist nicht zu Online-Kämpfen. Kyras Ende, Das Ende, etc. Bla bla bla. Das will ich alles auf jeden Fall noch machen. Aber. Auch in, da waren Taubos, ne? Hä? Aber auch in Sachen Pokémon wird noch viel gehen, Freunde. Jetzt schlimmst du gesagt. Ja, hat's schon erlebt. Pokédex vervollständigen und so, also wahrscheinlich an Kämpfen, bla bla. Wir müssen noch Red besiegen, wir müssen Blau besiegen und, Freunde. Aber wie gesagt, jetzt, da ich mehr Zeit habe, würde ich gerne zusätzlich quasi auch sowas bringen. Habe ich jetzt auch Zeit dafür, sag ich mal, ne? Ja, keine Sorge. Wie gesagt, Dokkan natürlich Hauptcontent, aber zusätzlich zu Dokkan. Wie ich immer gerne mal, also sagen wir mal, jeden Tag kommt Dokkan-Content, aber zusätzlich dazu, wenn ich es schaffe, noch etwas zu den anderen Spielen raushauen, die ich gerne spiele. Naja, so viel dazu jetzt, aber Dicta, jetzt müssen wir noch Dicta holen, legit. Dicta, stimmt. Na, wir müssen, by the way, noch hier ein, zwei Standpunkte abchecken, nachdem ich Champ wurde. Ich glaube, das war in Prismania City, glaube ich. In dem Pokémon-Haus da. Warte, wo sind wir hier? Achso, warte mal. Ah, Oranien City bin ich richtig. Ey, lass mich durch, Mann. Oh! Was? Hoch! Hoch, bevor die weggehen. Überlegt mal, das ist ein Shiny-Pokémon. Ah! Da ist ein Shiny-Pokémon und ihr verklickt euch und ihr könnt da nicht hoch. Und bis ihr da oben seid, ist das Ding weg. Was mache ich? Ich muss mir das angewöhnen. Hoch. Oh, einfach Taubos! Jetzt Legend of Fangen. Oh. Was? By the way, Meltan will ich auch noch holen. Jetzt kann ich ja unterwegs gerade Pokémon Go spielen. Und das machen wir auch noch eine Episode draus. Einfach Taubos. Oh. Oh mein Gott. Geil, ey. Ohne Spaß, das sind halt die Sachen, wenn die Pokémon so spawnen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich einfach. Nice. No. Da bin ich wieder richtig drin, Das ist es, ey, das ist. Wenn mich jemand fragt, Pokémon Let's Go Pikachu, was hast du am meisten mitgenommen, was hat am meisten Spaß gemacht? Ganz ehrlich, dass die Pokémon einfach so in der Außen, in der Anderswelt sind. Ja, in der Realität auch sind. Also Realität. Dass man sie quasi auf sie so treffen kann, dass sie einfach spawnen. Das ist so geil gemacht, Mann. Wenn sie das übernehmen in die nächste Generation, dann ist es richtig. Ich hoffe, es wird so gemacht. Dann wird es richtig geil. Okay, aber das müssen wir bitte ändern. Achso, ich mach's wieder falsch. Ich muss auf dem Monitor erst zeigen. Nicht so, ach, keine Ahnung. Ganz ehrlich, mit dem. Ich werd da nicht warm. Ich werd da nicht warm mit dem Fang. Also, Hauptsache, ja, Arctos und Mewtwo. First try geholt. Guck mal, das ist gar eine Rede. Hauptsache, Arctos und Mewtwo first try gefangen. Das war richtig geil. Okay, Taubos. Au! Ich weiß jetzt gar nicht, von wo aus ich. Oh! Ey, ist so geil. Vor allem jetzt Carpador. Aber die Sache ist halt jetzt, guck mal, wenn ich kämpfen will, wo gehe ich jetzt hin? Na okay, bei den anderen Pokémon spielen wir es auch so. Wenn ich kämpfen will, dann konntest du erst, ey, Carpador entwickelst, konntest du erst gegen andere Gegner kämpfen oder wenn Gegner auch kommen oder die du nicht besiegt hast oder bla bla bla, ist ja Pokémon-Tor und so. Okay, ich meine, ich habe da dann noch gar nicht reingeguckt, Freunde. Nachdem wir das durchgespielt haben, habe ich nicht mehr reingeschaut. Sag ich mal. Carpador, rest in peace, Carpador. Willkommen, Garados hier an der Stelle. Jetzt haben wir Garados mit am Start. Das mussten wir ihm antun, oder? Das mussten wir ihm antun, oder? Das hat gut getan, auf jeden Fall. Oh, my boy, Garados. Okay, mit Dresh Flagel war wohl nichts. Es sei denn, Level davor. Ich guck mal, ob er das drauf hat. Für Garados wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt.
Gerade ist brutal und zerstörungswütig. Es hat Aufzeichnungen zufolge in alten Zeiten ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Und was hat er erlernt? Biss. Er lernt Biss, okay, nice. Ey, The Legend of Carpador. The Legend of Carpador, ohne Spaß. Aber ich bin ehrlich, ich hätte gedacht, dass er mehr Level sich antrainiert. Ich meine, wann haben wir ihn abgelegt, als wir legit in Azura City waren? Wir haben ihn nach der Liga geholt. Das ist schon ja gar nichts zu tun. Was? Technik Wellensprung, jetzt kannst du auf Garus reiten. Ah! Oh, lol. Genau das. Das ist cool. Das haben sie cool gemacht. Ich habe mich ewig schon gefragt, kann ich jetzt bei ein paar Pokémon surfen quasi auf sie? Lol, nur Platschon, bis er das arme Ding erlernt. Aber ich freue mich gerade, wann Dresh Flagel war. Ich habe Level 30 im Kopf. Das ist ein Carpador auf Level 30 Dresh Flagel erlernt. Ich, keine Ahnung. Ach so, Garados sehen wir sonst gar nicht. Nur wenn wir hier surfen. Dann lass mal sehen, komm, wie das aussieht auf Garados. Aber ist geil. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil die das gemacht haben. Wie mächtig. Oh mein Gott. Das haben sie richtig geil gemacht, aber richtig geil. Das ist geil. Oh, das haben sie geil gemacht. Ja, Freunde, so viel eigentlich zu dem Carpador. Lass uns noch, weil ich es gesagt habe, dick da fangen. Allzu lange möchte ich das nicht halten, möchte sein, weil ich wollte eigentlich einfach nur wirklich unseren Boy mal abholen und ihn entwickeln und ihn das mal gut tun. Ja, die Sache ist, mit den Kämpfen ist es, nur mit Biss geht nicht. Und welchen Trainer, also gegen wilde Pokémon kämpfen hat nicht. Und keine Ahnung, welche Trainer noch kämpfen wollen, welche nicht. Egal, wir holen uns noch Dickter. Dickter wollten wir auf jeden Fall noch fangen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diesen Part. Aber wie gesagt, in der Zukunft wird es auf jeden Fall noch Parts geben. Mal ab und an auf jeden Fall. Auch in den Streams, Freunde. Ich weiß, ich habe es lange gesagt, auch nach Ende des Let's Plays, dass wir das streamen werden. Aber bis jetzt gab es keinen einzigen Stream. Ich weiß, Entschuldigung dafür. Aber es ist halt legit wegen dem Smash Let's Play. Da habe ich wirklich viel und gut Zeit investiert und das macht mir auch Spaß, wo es nicht. Aber da wir jetzt das beides durch haben, kann ich mich eben auf sowas widmen. Andere Sache ist jedoch, Zacks Let's Play habe ich noch vor zu Let's Play. Auf jeden Fall, Freunde. Auf jeden Fall. Spiele wie vor allem Luigi's Mansion, was noch kommen wird. Auf Luigi's Mansion habe ich auf jeden Fall Bock. Vor allem für die Switch. Und vielleicht mal spontan ein, zwei andere Spiele. Warum nicht? Lasst euch auf jeden Fall einfach überraschen. Und dann würde ich sagen, liegt da. Willst du uns jetzt hier auch noch, ja, peinigen oder können wir dich einfach fangen und Schuss machen, so? Oh mein Gott, direkt ein Surfer auf seinen Kopf klatschen eigentlich. Dickter will ich auch gegen Alola Dickter auf jeden Fall umtauschen. Alola Dickter sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Das werden wir auch noch machen. Jedenfalls, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hashtag RIP RIP Carpador. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, Freunde. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Wenn ich hier mal ein Ende finden würde, damit wir Schluss machen können. Ja, da kommen immer ein, zwei andere Sachen, ne? Genau das. Aber, Freunde, ja, wenn euch das gerade gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.